So, auf zur letzten Schlacht, oder wie sehe ich das? Uff. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Wir haben ordentlich Zeug dabei. Wählt eure Wir haben Verbündeten. ordentlich Schiffe dabei. Wir stecken hier drüben. Der Todesstern kreist über dem Planeten. Dieser Feuerkraft können unsere Truppen nicht standhalten. Was hat der hier? Feuer konzentrieren. Luke muss ja nur das packen hier. Den lassen wir am besten einfach hier hinten. Ja. So schön safe steht da und. Scheiße. Der muss einfach nur hier hinten bleiben. Und das Ding packen. Dann sollte das ja klappen. Ja, da kann er nichts mehr feuern. Da kann er nichts mehr kaputt machen. Kann der hier Glückstreffer. Du bist hin, alles okay. Sehr schön! Das war im Prinzip schon die Flotte. Geil. Das heißt, wir haben echt gute Chancen, das zu kitten hier. Los. Es ist jetzt die Möglichkeit, dass ich es jetzt schaffe. Oh, kommt, mach den kaputt. Sie ist in der Hölle, mein Gott. Ja. Heißt das jetzt das? Heißt das jetzt das, was ich denke, dass es heißt? Oder doch nicht? Kontrolle über das System erreicht. Nur das rote Geschwader kann den Todesstern vernichten. Eure übrigen Einheiten können zwar. Na, habe ich doch jetzt gemacht. Todesstern im Arsch, ja, so sieht's aus, ne? Geil! Da, da, da. Da, 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 da. Ja, es kehrt wieder Frieden ein. Geil! Ja, ab zu der Truhe! Geschafft! Ich habe nicht das Teil geschlagen. Juhu! Sehr schön. Ja! Geil! Geschafft! Super! Ja, ich würde sagen, ich nehme jetzt noch hier. Ne? Pass auf. Und dann ist das erstmal Star Wars Empire at War beendet. Da gibt es, wie gesagt, noch ein Add-on. Hab ich auch schon das Add-on, hab ich schon. Das werde ich dann als kleines Extra mal ziemlich... Psst! Sunny! Jetzt bellt Sunny hier rum. Was hast du denn? Ne, Mausi? Du, ich sag dir. Ja, wie gesagt, das Add-on mache ich zum späteren Zeitpunkt mal noch. Vielleicht auch demnächst. Mal gucken, wie ich Lust habe, dann muss ich mal schauen. Weil ich ziel zurzeit ziemlich auf Kabal 2 ab. Das soll ja hoffentlich nur demnächst endlich mal in die Open Beta gehen. Closed Beta ist jetzt schon vorbei, Auswertung ist auch schon getroffen, also sollte die Open Beta demnächst beginnen. Für alle, die das Video später sehen, wo Kabal 2 schon lange da ist, und, ja, ne, dann ist das egal, dann. Aber naja, jedenfalls, das kommt schon noch.
Dann kommt noch, mache ich noch. Ja, gut, und an sich, das Spiel finde ich natürlich saugeil. Wie gesagt, es gibt ja noch einen Mod, da kann man in der Republik damals spielen, wo die Klonkrieger noch nett waren und alles halt. Finde ich wahrscheinlich auch sehr schön. Da gibt es aber nicht wirklich so direkt eine Story und alles drum und dran. Das finde ich sehr schade, aber ist ja halt nur eine Mod von Spielern auch entwickelt selber. Aber trotzdem, schon das Design von den ganzen Schiffen und das alles, ich finde es cool. Also, sagen wir Player gegen Player, ja, als PvP, gegen wirklich einen Freund oder was spielen. Das Spiel, da macht das richtig Laune, weil die haben auch die Schiffe erhöht auf Maps. Also du kannst viel, viel mehr Flotten und Truppen zusammenbringen. Es gibt da auch richtige Videos, dass da welche sich so ihre Flotten vorbereitet haben, ja. Und dann halt wirklich gegeneinander so eine Schlacht geführt haben und alles. Und das ist ja auch ganz cool eigentlich, das kann man auch mal machen. Man muss halt mal gucken, ob ich die Mod vielleicht auch mal zeige, dann noch zum Schluss. Ja, das Add-on. Ja, wie gesagt, das kommt noch, ne? Gut, dann würde ich sagen, zieht euch erstmal den Abspann rein. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Let's Play wieder. Ne? Also, bis dahin. Tschüss, von meiner Seite aus. Könnt ihr kurz rascheln, ich tue das Mikro jetzt erstmal abmachen.